Wir sind heute schon um 10 losgekommen. Ein Wunder. Aber trotzdem immer wieder Stopps, weil es einfach zu schön ist. Hi. Hi. Es ist jetzt 13 Uhr, wir machen eine Pause. An dem Schalterplatz direkt gegenüber von Europas größter Wanderdüne, die wir höchstwahrscheinlich nie erklettern wollen. So, wir waren jetzt lange auf der Suche nach der Wanderdüne und sind dort vorne aber vorbeigefahren. Wenn man ganz genau hinguckt, sieht man, dass dort hinten, da sollen die früher sogar Filme gedreht haben. Keine Ahnung, weiß ich nicht, irgendwelche Filme, die in der Sahara gespielt haben. So, also wer einen Schalter sucht, 20 Kilometer vors Gehen. Aber irgendwie hat jetzt keiner von uns so den hundertprozentigen Trieb, dort drauf rumzuklettern. Er sagt, nö, ich auch. Gehen, Skagen, wie die Deutschen sagen. Und ich gehe jetzt nochmal pinkeln. Ich schätze, dann sind wir gleich da und gucken nach dem Campingplatz. Genau. So sind wir drin. Not bad. In Skagen. Rathus, Rathus, ich bin so dämlich. Das ist doch das Rathaus. Ja. Ich habe gedacht, auf der Karte schreiben die sogar mit rein, wo der Fahrradladen ist. Deswegen, ja, ja. Wieder um. Große Schiffe, große Schiffe. Thank you. Na, rechts erstmal, oder? Hier ist ein Stadtplan. Ich will bloß mal interessehalber an den Imbiss gehen. Wenn du sagst, du willst heute groß essen gehen. Nö, aber
nochmal irgendwas anderes aussagen. Möchtest du da jetzt was holen oder was? Nein, ich wollte nur mal gucken, mal checken. So. Ja, so ab 35 Euro Kronen, wie ja. gehabt. Aber das ist dann so ein Mini-Hot-Dog. Du wirst berühmt. Ja. Okay. Du sicher schlecht filmen, also hast du nicht gefilmt. Das ist wohl wahr. Ja. Wer ist dieser mysteriöse Micha? Das ist ein guter Titel. Nein, ist das nicht. Mysteriöser Micha auf der Tour von zweiter Versuch, zweiter Campingplatz. Erster Campingplatz hätte pro Person 40 Euro gekostet. Fahrrad, Zelt und eine Person in der Nacht. Das ist die. Ist das die gleiche? Ja, und jetzt am letzten Tag habe ich sie. Gut, ne? Kannst du fürs nächste Mal. Okay, ja, genau. Oh, very nice. Ja, vielen Dank. Thank you. Tschüss. Ciao. Hat sie was über diesen Campingplatz erzählt? Die hat gesagt, hier oben sind alle Campingplätze zu teuer auf Enzgargen. Ach so, war nicht hier bei dem Campingplatz. Nein, und was ich vorhin gesagt habe, kann man sich zu zweit auf einen Stellplatz stellen? Ja, hätte ich nicht gedacht. Also sag ich jetzt mal über den Daumen. Es gibt hier keinen Zeltplatz scheinbar. Ja, und du kannst dann hier. Das sind Stellplätze. Mhm. 200 und die machen auch die Berechnung, wieso eine Person, ein Fahrrad, ein Zelt. Nee. So, wir haben jetzt hier gerade am dänischen Campingplatz. Für mich war es das erste Mal, dass ich auf dem dänischen Campingplatz ausgecheckt. Für jeden über den Daumen 20 Euro. Wir hatten einen Stellplatz, der war aber groß genug für beide Zelte. Und Top-Sanitäreinrichtung kann man ja anders sagen. Ist natürlich erstmal wie ein Kulturschock hier jetzt nach der ganzen Shelter-Übernachtung. Aber trotzdem, also es war für mich persönlich eine angenehme Nacht. Wir haben jetzt hier noch einen Kaffee getrunken und einen Hotdog von 9 Euro für jeden. Und von daher geht's jetzt weiter.